Hallo und willkommen zu Frank am Freitag. Ich glaube, wir drehen den Spieß bald um. Neulich in Berlin. 3 Wochen lang hat mich ein Top-Praktikant, nämlich der Erik, im Rahmen eines Schulpraktikums begleitet. Und wir beide waren für eine ganze Woche in Berlin und haben dort bei einem Kunden jeden Tag in einem anderen Shop die Verkäufer direkt am Ort des Geschehens trainiert. Und eines Mittags sage ich zu dem Filialleiter, du, ich verspiele oder wir wollen so eine Kleinigkeit essen, wo können wir das denn mal machen? Und dann sagt er, weißt du, hier vorne, gar nicht so weit weg, gibt es eine Tankstelle, da gibt es, naja, ganz leckere Bockwürstchen. Ich denke mir, okay, eine Bockwurst, kannst du so viel nicht verkehrt machen. Komm, Erik, wir fahren eine Bockwurst essen. Ins Auto gesetzt, dorthin gefahren, riesengroße Tankstelle, tolles Gelände. Wir kommen da rein, großer Shop, mehrere Kassen. Eine Dame steht, nein, hängt im Kassenbereich und direkt rechts neben dem Kassenbereich, so 2, 3 Meter weiter weg, eine durchaus optisch toll attraktiv gestaltete Bäckereitheke. Für sie frische Brötchen, Croissants, etc. Dort hinter versteckten sich auch die Bockwürstchen. Und da wir ja Bockwürstchen wollten, stellten wir uns also wohin? Richtig, an die Bockwürstchen- und Brötchentheke. Dort verharrten wir circa 20 Sekunden in unserer Position und bis ich dann mal irgendwann an die Verkäuferin, zur Verkäuferin rüberschaute, die wirklich an dem Tresen hing. Und als wir Augenkontakt hatten, gab sie mir mit auf ihre Art und Weise zu verstehen, dass wir unsere Ärsche in Bewegung setzen sollen, weil bei ihr die Musik spielt. Erst zahlen, dann Wurst. Gut, da wir Hunger hatten, der Hunger treibt's rein, ne? KBF war groß, also wir rüber, die Bockwürstchen bezahlt, wir wieder rüber zur Theke. Sie folgte uns gelangweilt und hat uns auf ihre Art die Bockwürstchen dann übergeben. Frage Nummer 1 an dich, lieber Tankstelleninhaber: Hast du bei dir schon mal eine Bockwurst gekauft? Klare Empfehlung: Mach das mal und vielleicht änderst du dann was. Frage 2 ist: Ist es vielleicht mittlerweile so, dass wir Verkäufer? Dass wir Käufer die Verkäufer begeistern müssen? Auf eure Kommentare bin ich gespannt. Ich sage ciao, bis nächste Woche Freitag, euer Frank.